Bis kurz vor Urteilsverkündung hatte der des Mordes angeklagte Ahmad Obeidi so getan, als ginge ihn der ganze Prozess nichts an. Zwar hatte er seine Schwester Mörsal umgebracht, doch die Familie hielt ihm die Treue. Der Feind war die deutsche Justiz. Und die fällte am Freitag ihr Urteil, lebenslänglich. Es ist der Moment, in dem der Angeklagte das erste Mal die Fassung verliert und den Staatsanwalt mit den Worten: "Du Hurensohn, ich ficke deine Mutter" beschimpft. Ich hab ich gesagt. Was ihr vor zwei, was ihr vor zwei. Frau Baldi, finden Sie das gerecht oder ungerecht? Fängt ihr das mit rein? Fängt ihr das mit rein? Wollt ihr was hin? Soll ich euch noch mehr überlegen? Soll ich euch noch mehr überlegen? Es ist der Zusammenstoß zweier Kulturen. Hier der deutsche Rechtsstaat mit Begriffen wie Schuld und Sühne und da die Obeidis. Herr Obeidi, finden Sie das ungerecht oder gerecht? Deine Mutter ist ungerecht. Kinderbäcker bekommt ungerecht, der Scheiß dort bekommt. Kinderbäcker bekommt Bewährung, der Arme bekommt, willst du nicht? Seid ihr Hurensohn? Seid ihr nicht, seid deutsche Nazis! Seid deutsche Hurensohn! Herr Obeidi, warum haben Sie denn Ihre Schwester erstochen? Halt deine Fresse. Was soll das? Wie stehen Sie denn heute dazu? Quatsch. Hören Sie auf. Haben Sie denn... Sie haben kein Recht, hier Fragen zu stellen. Und wenn Sie noch ein Wort sagen, soll ich natürlich Sie rausziehen. Ich muss Ihnen nicht antworten. Sie müssen nicht fragen. Der Richter wird später sagen, er tötete aus reiner Intoleranz. Mörsal wurde nur 16 Jahre alt. Am 22. Mai vergangenen Jahres wird sie zu Grabe auf dem muslimischen Teil des Friedhofes am Rande der Hansestadt getragen. Die Vermerke, die die Akte Mörsal beim Kinder- und Jugendnotdienst umfasste, sind eine Chronologie ihres Leidens bis zu ihrem Tod. So wurde sie, Zitat, vom Vater geschlagen und mit Füßen getreten. Dann soll der Vater dem späteren Opfer sein Knie in den Magen gestoßen haben. Gegen Mörsals Vater ist mittlerweile Anklage erhoben worden. Vorwurf: Misshandlung Schutzbefohlener. Herr Obeidi, gegen Sie ist Anklage erhoben worden. Verstehen Sie, warum? Es geht darum, dass Sie Gewalt ausgeübt haben sollen. Gewalt, Mann, er will das nicht, was er da geht. Ihm hinterher überhaupt die Affen, Alter. Gewalt ausgeübt. Wer sind Sie denn? Wer sind Sie? Das ist hier nicht ein Scheißdreck, wenn ich den Affe. Sind Sie ein Freund der Familie? Ich muss hier immer die Leute auf den Geist, die Affe. Aber warum sind Sie denn so aggressiv? Das verstehe ich nicht. Weil Sie Affe sind, deswegen. Wir gehen nicht in Japan. Wahrscheinlich leben Familien wie die Obeidis nach eigenen Gesetzen. Auf einen Lebensstil ihrer Kinder, der nicht ihren Wertvorstellungen entspricht, reagieren sie mit Gewalt. So geschehen bei Mörsal. Und das, obwohl sie seit 15 Jahren in Deutschland leben.